Mal wieder live geht's weiter hier bei Let's Play Animal Crossing. Let's go to the city. Meine Sensorleiste steht nicht perfekt. So, hervorragend. Ja, beim letzten Mal war Palek dabei zum ersten Mal und ja, Performance ist doch ultra kacke. Gut, man sieht's. Ich werde die Aufnahme beenden. Und ja, gut. Jetzt ist es halt wieder besser. Okay, kein Problem. Für euch, die ihr das jetzt als Let's Play einfach weiterschaut und nicht im Stream dabei seid, ist es jetzt halt vollkommen Latten. Ich muss es jetzt halt nur als Stream downloaden und kann jetzt nicht einfach das gleiche währenddessen aufnehmen. Ja, hier haben wir den großen Lagerhausverkauf-Dings und den ersten Eintrag von Palek, die ja wie gesagt beim letzten Mal in unsere Stadt eingezogen ist. Und wir spielen es heute am selben Tag noch einmal. Das geht mir gerade auf den Sack hier, das machen wir neu. Ja, nee, war das richtig? Doch, das war richtig. Und, joa, wir gucken uns erstmal unser Haus an, würde ich sagen. Das ist ja eigentlich so der Grund gewesen, warum ich heute überhaupt nochmal mit meinem richtigen Charakter spielen wollte. Ursprünglich. Mit den Bewohnern reden wir vielleicht auch noch. Mal gucken. Abend. Was? Gesalzene Erdnüsse in der Hosentasche? Was? Okay. Warum nicht? So, erstmal wieder ganz standardmäßig in Animal Crossing einfach erstmal alles nach hinten rücken. Wenn das Haus vergrößert wurde. Sieht auch schon viel schöner aus so. Also, mit diesem Strandtisch und so. Das ist halt auch, ich weiß nicht, das hat mehr wirklich so Seefeeling hier. Wenn der Steg ein bisschen weiter ist, kann einer, nee, nicht Steg. Reling, kann man das dazu sagen? Ich weiß es nicht. Nein, ich wollte ihn nicht drehen. Nein, 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 alles. Den Stern werde ich, glaube ich, auch irgendwann mal wieder wegpacken. Der fuckt ja schon dezent ab, ne? Ja, es ist auch seine Daseinsberechtigung in meinem Haus momentan, das stimmt wohl, aber. Ja, gut. Wie platziere ich denn den Rest jetzt? Keine Ahnung. Den Geruiden packe ich jetzt einfach erstmal hier hin. Wie gesagt, ich will den einfach behalten, weil es mein erster war. Ich mag die Dinger zwar eigentlich nicht, aber. Ach ja, komm, der hat einen besonderen Platz in meinem Herzen oder sowas. Wie auch immer. Haben wir noch irgendwas in unseren Taschen, was ich hier... Folklore-Tunika, wie war die so? Ach ja, die war auch ganz cool, die wollte ich, glaube ich, sogar behalten. Ist schon wieder so lange her. Die wurden mir bei einem Einkauf geschenkt, aha. Okay. Okay, der Schnauzbart, ja, den behalten wir auch. Wir haben ja noch ein paar Lagerplätze hier, ist ja alles super. Joa, jetzt weiß ich gar nicht, eigentlich ist es komplett neuer Tag und sowas, wir haben ja hier nichts gemacht bisher. Das heißt, einfach wieder die üblichen Dailies abarbeiten. Ja. Das ging nicht erst bei Neublatt, das geht auch tatsächlich schon bei... Let's go to the city. Also ja, ich weiß nicht so, wie es lange so her ist, aber also, Artista ist hier mit ihren Teppichen und Tapeten im Rucksack so vorbeigekommen, glaube ich. Das trifft sich ganz gut, weil dann habe ich eine Motivation, mit dem Bewohnern zu reden, weil irgendwie habe ich da gerade nicht so viel Motivation für. Naja, wir haben auch so eine Fundsache so. Oh, ein Heiztisch rosa. Ich hasse diese Macke, dass ich das manchmal sage, so Heiztisch. Ah, das kotzt mich selber so an, ne? Genauso wie, dass ich hier mega dunkel bin, aber ich bin einfach nur zu faul, das zu fixen. Joa, der ist relativ ugly, glaube ich. Ich gucke den mir mal an, aber ich glaube, der wird instant verkauft. Und dann würde ich sagen, suchen wir erstmal Azizza, damit wir einen wirklichen Grund haben, mit dem Bewohnern zu reden. Und ja. Naja gut, wir müssen eigentlich so gesehen... Wobei, der geht doch eigentlich sogar... Den behalte ich mal, weil ich ja auch irgendwie nochmal so ein Herzchenzimmer haben will. Und ich habe ja schon ein paar Herzchenmöbel. Ich weiß gar nicht, wie viele. 1, 2, 3. Keine Ahnung. Der passt auf jeden Fall so ein bisschen in die Einrichtung. Das behalte ich erstmal. Wurden die dir in die Hand gedrückt, bevor du geantwortet hast? Oder danach? Ach, sie haben eine Erdnussallergie. Hier, bitteschön. Wir schenken ihnen Erdnüsse.
So ein bisschen wie bei den Simpsons, wo Bart dann mit so einer Erdnuss am Stock den. Ich wollte schon Crocker sagen. Das ist eine andere Serie. Den Skinner hier triezt. Ich habe ja kurz überlegt, ob ich da oben die ganze Kacke da wegpacken will, nur damit ich da die Steine prüfen kann, aber irgendwie habe ich da keine Motivation für. Blumen gießen. Okay, kein Problem. Viel Spaß noch drin. Oder so. Ne? Meine Sensorleiste will wieder nicht so richtig. Beziehungsweise ich bin mal wieder zu hoch. Ja, wie gesagt, ich suche jetzt erstmal Zitzer. Währenddessen können wir noch gerade die Steine abprüfen, die hier in der Nähe sind. Da ist eine Kugel, kann ich mir wahrscheinlich so. Oh, jetzt ist hier. Nee. Jetzt ist hier oben eine Schneekugel, kann ich mir schon mal merken. Aber was heißt hier oben? Hier unten. Hier ist eine Schneekugel. Die wir dann gleich auf jeden Fall auch noch zusammenrollen. Habe ich Bock drauf. Ja, ich bin zu abgehoben auf jeden Fall. Na, dann hast du jetzt fertig umgebaut. So, hast du gesehen und so. Ja, mit dem großen Zimmer richtig toll entfalten. Und jetzt kommt die Rechnung und das macht dann, joa, 248.000 Sternis und so. Ein Taschengeld und du musst es ja nicht auf einmal bezahlen und einfach überweisen. Und ja, ich weiß, dass es Jahre dauern wird. Vielleicht geht es ja mit dem Rüben verkaufen ein bisschen schneller diesmal. Mal schauen. Also ich will halt schon jetzt noch diesen Kredit abbezahlen und mein Haus erweitern und dann danach erst in die Stadt investieren. Also für eine neue Brücke dann zuallererst. Die 200.000. Das würde dann nach dem nächsten Kredit, denke ich mal, so anstehen. Das würde ich dann ganz gerne dann machen. Oh ja, aber die Rübenpreise interessieren mich jetzt trotzdem. Es ist jetzt Freitag. Gut, wir haben alles richtig gemacht. Ja, es ist noch nicht Januar und wir googeln nicht mit Vanillepudding hier. Na, eine Gartenprimel. Naja, hier, her damit. Na, vielen Dank, das macht 80 Sternis. Und eine Unschuldsrose. Ja, schön. Unschuld brauchst du, ne? Ja, genau, hier, bitteschön. Viel Spaß damit. Und was haben wir hier oben noch Schönes? Robotapete. Her damit. Die nehme ich. Und wir haben noch einen Westernteppich. Den haben wir, glaube ich. Wobei, haben wir den nicht sogar im Haus liegen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das müsste ich jetzt überprüfen. Ja, erstmal Besucherpunkte nehmen wir mit. Klar. Und dann, was wollte ich jetzt gleich machen? Ich wollte den Katalog prüfen, ja. Na. Ich bin schon wieder New Leaf gewohnt hier. Na. Ich habe übrigens seit dem Anfang des Let's Plays kein New Leaf mehr gespielt. Und dennoch ist es schon so drin. Ja, den Westen habe ich aber schon gut. Bei mir war es die Azur-Serie. Die Azur-Serie war die erste, die ich so gesammelt habe. Und die Korb-Serie. Das waren, glaube ich, die ersten beiden. Aber Azur war die erste Serie. Halt auch in New Leaf. Joa. Brauche ich hier gerade noch mehr? Eigentlich nicht. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon irgendwas vergessen, was ich machen wollte. Tja. Ah. Da mal ein Fossil. Was ist Ritz? Ja, also ich werde natürlich auf jeden Fall wieder Rüben kaufen. Ah, stimmt, ich wollte wahrscheinlich nochmal genau darauf eingehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Mit den Rüben. Jetzt waren die für 98 Sternis verkaufbar. Am Freitag, am Samstag werden die jetzt wahrscheinlich nochmal niedriger werden. 177 haben wir am Donnerstag bekommen. Und für 102, glaube ich, haben wir sie gekauft. Ja, genau. Sehe ich gerade auch mal in der Tabelle. Ja, alles richtig gemacht. Ach ja, stimmt, die hat ja ein paar Lecke gepflanzt. Diese komische Neue in unserem Dorf. Gerald muss ich gleich eh nochmal anlabern, wenn ich Assisa getroffen habe. Na, ah, da ist sie auch schon. Ich komme von weit her. Ich will handeln. Teppiche. Nee, Tapeten habe ich gebracht heute. Deine alten Tapeten, bring sie zu mir. Meine schönen Tapeten, dann ich gebe dir. Das nennt man in meinem Land Second Hand. Du wohnst hier. Warum rede ich gerade Französisch? Du fragst alle anderen, die wohnen hier, bring mir Tapeten, Teppiche zu mir.
Ich weiß echt nicht, warum die gerade einen französischen Akzent bekommen hat. Ist doch egal. Vielleicht liegt es daran, dass der FC sich heute für Europa qualifiziert hat. Mein Gott. Und dass Modest da durchaus maßgeblich dran beteiligt war und der Franzose ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das der unterbewusste Drang, meine Freude dadurch zum, da, davon, dafür zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Bäume wachsen auch schön vor sich hin. Ich glaube, 2 Tage brauchen die noch. Beim nächsten Tag bekommen die noch einen weiteren Büschel. Und dann am nächsten Tag sind die, glaube ich, voll ausgewachsen. Also dann wachsen die nochmal insgesamt, glaube ich. Aber ich bin jetzt kein Baumexperte. Botaniker generell nicht. In keinster Form. Auch nicht in Animal Crossing. Außer wenn es darum geht, wo die Bäume platziert sind, dann verstehe ich da schon was von meinem Werk, so ein bisschen. Geralt von Riva. Hat sich das jetzt irgendwie auf den Ravioli-Spruch bezogen oder wie oder was? Oder? Da oben die. Oh, eine Falle. die Zeder wächst hier auch schön. Jetzt wird es halt langsam ein bisschen. Ja, weiß ich nicht so ganz, wie ich jetzt am besten weiter vorgehen soll mit den Pflanzen. Hier habe ich ja, glaube ich, schon mal einen versucht zu pflanzen, oder? Ne, nicht hier, sondern hier. Ich glaube, da wächst aber auch keiner. Das ist, glaube ich, zu nah am Haus dran. So, warte mal, riskieren. Hier oben habe ich mal versucht, eine zu pflanzen. Ach, scheiß drauf. Ich pflanze jetzt einfach direkt daneben noch eine. So. Pflanzen. Sehr schön. Okay, und dann will ich natürlich erstmal hier. Was meintest du eigentlich gerade genau? Meintest du das hier, Max? Irgendwie, dass man das so macht und ich dann dadurch nicht wegrutsche oder wie oder was? Oder? Also, dass ich es halt so nicht mache, ist klar, weil ich dann halt weniger Geld bekommen könnte. Andererseits habe ich noch nie alle 9 drumrum bekommen. Insofern ist das eigentlich gerade total irrelevant so, weil es ist bei mir sowieso noch nie zustande gekommen im Let's Play. Ein Heiligenschein. Hat ihr schon mal einen Heiligenschein? Ich kaufe den mir jetzt. So oder so, komm. Oder ein Lichtkreis wird der hier genannt. Den will ich jetzt haben. Der sieht auch toll mit dem Sternenoutfit aus, glaube ich. Das sieht doch ganz nett aus. Das ist schön, das ist schön. Willkommen, Niklas. Endlich Freitag, was? Oh, morgen wird erstmal gefaulenzt, oder? Ja, heute war definitiv, ja. Was ich morgen vorhabe, naja, nichts Besonderes. Ja, höchstwahrscheinlich werde ich etwas nähen, etwas stricken. Wie jedes Wochenende. Das ist schon ein bisschen depressing, ne? Naja, nicht mein Problem. Ich habe hier irgendwie. Ja, ich lebe hier einfach und verdiene mir mein Geld durch Verkauf von Sachen, die ich finde. Was irgendwie auch ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist. Fragwürdiger Lebensstil eigentlich. Beziehungsweise es ist fragwürdig, warum das klappt. Aber gut. Ich meine, die haben ja nicht mal ein Haus. Also die wohnen, glaube ich, sogar in der Stallerei. Das ist na, nicht mein Problem. Von 9 nach 7. Aha. Wie rolle ich den jetzt am besten? Soll ich die da oben? Moment. Nein! Fuck! Nein! Nein, 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 nein! Das war jetzt auch noch das falsche Design. Geil. Sensorleiste. So. Kann ich die überhaupt darüber rollen? Müsste aber eigentlich. Ich könnte auch gerade schon da zum Beispiel jetzt hier bei Michelle reingehen. Wegen der Tapete. Aber ja, das können wir auch gleich noch machen. Ich will die beiden Kugeln jetzt erstmal zusammenführen. Die werden riesig. Sehe ich jetzt schon. Die werden einfach nur riesig. Da kann ich auch gerade nicht so viel dran ändern. Hoffentlich wird er nicht an meinem Haus zerschellen. Das ist ja doof. Okay, super. So, mal schön hier von meinem Haus ein bisschen rumrollen. Da wird er nämlich nicht größer, sondern eher kleiner.
Immer schön auf den Weg rollen. So, mal hier so ein bisschen über den Sand. Aber am besten nicht gegen das Haus. Aber wenn man halt einfach gegen Objekt... Ah, oh, Moment, fuck. Hier gab es doch Probleme beim letzten Mal. Ich hoffe, dass es diesmal keine Probleme gibt. So, mal ganz vorsichtig zu lösen. Na, oh, es hat geklappt. Schön. Jetzt müssen wir nur noch die hier irgendwie groß kriegen. Pack mal die Schaufel weg, nicht, dass ich den gleich zersteche. Also wenn man die so vor sich her treibt, dann kann man die halt wirklich kaputt machen mit der Schaufel. Ich glaube, das geht aber, glaube ich, wobei doch. Doch, das geht auch noch so. Wenn die jetzt hier schon, wenn man die mit beiden Händen rollt, dann kann man die, glaube ich, auch noch kaputt machen. Wäre komisch, wenn nicht. Also mit der Schaufel. So, dann muss ich die jetzt erstmal... Ja, schieb die mal über den Weg. Vor allem wegen den Abständen der Bäume hier. So. Ja, ist halt wirklich verdammt fett, das Ding, ne? Aber ist ja, die Größe ist ja relativ latten. Es kommt auf die Proportion der beiden Kugeln an. Also ob das jetzt ein kleiner Schneemann generell ist, solange die Proportionen der beiden Kugeln stimmen, ist alles supi. So, der Stein ist ja in der Mitte und du machst ja quasi... Was? In eine Ecke zwei Löcher, sodass aber um den Stein herum noch alles frei ist. In eine Ecke zwei Löcher. Ach ja. Das macht sicherlich Sinn, was du da schreibst. Ich glaube, die Proportionen sind in Ordnung. Los! Na, Erhula. Erhula, mal schlaf. Ich sehe umwerfend aus, meine Proportionen. Geil. Ja, episch. Damit bekommen wir ein neues Schnee-Item. Perfekto. Ja, nachdem wir das jetzt geschafft haben, mache ich erstmal ein Safe-State. Weil ich Bock habe. Und jetzt suchen wir mal die Bewohner. Ein paar liefen ja auch gerade hier schon rum. Und da ist Susi, oh Gott. Oh, heißt N, stimmt was nicht, hey man? Hast du eine Tapete zufällig so? Alte Tapeten? Oh, die Kameldame mit der großen Nase ist wieder da, was, hey man? Tja, tut mir leid, ich habe gerade erst gestern neu tapeziert. Das war vielleicht ein Durcheinander, sage ich dir. Nee. Was für ein Zufall, gerade gestern erst, hm? Du mich auch. Frechheit. Absolute Frechheit. Na gut. Dann suchen wir weiter. Wir werden locker sowieso wieder nur irgendwie so zwei, drei Leute finden, die uns hier was Tolles geben können. Und wie gesagt, oh, Manuel, was von uns? Oh, das ist ja wirklich eine hübsche Robotapete, die du da hast. Hm, verkaufst du sie mir für 695 Sternis? Warum nicht? Also ist halt einfach nur ein Geldverlust. Ich kann mir die ja nachkaufen und ich brauche die momentan sowieso noch nicht. Ich wusste doch, dass du mit dir verhandeln lässt, hey man. Bitte sehr, hier hast du die 695 Sternis. Und für Manu tue ich das doch gerne. Es ist immer besser, umsonst nachzufragen, als eine gute Chance vorüberziehen zu lassen. Ein Wort zum Sonntag, Arm. Ja, also... Ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt oder gedacht habe, aber... wenn ich mich da jetzt wirklich richtig heftig reindenken will, dann kann ich mir da auch noch was online zu angucken. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Okay. Die beiden Blumen pflanze ich jetzt einfach erstmal. Wobei, die Unschuldsrose. Die packe ich dann lieber vor mein Haus. Die Fossilien werde ich jetzt erstmal hier los. Und dann suchen wir weiter nach Bewohnern. Ah, ich habe noch gar nicht mit Manu jetzt darüber geredet, verdammt. Das habe ich jetzt voll vergessen. Weil die jetzt halt was von mir wollte. Na gut, ich hoffe, die ist gleich noch in der Nähe. Das ist wieder sehr fail hier. Yeah, ja, komm. So. Ich wäre stark dafür, dass wir die Fossilien schon haben, weil ich will verkaufen. Und es ist ein Iguano-Schwanz. Haben wir noch nicht. Okay. Iguano-Schwanz. Damit haben wir Schädel und Schwanz. Und brauchen nur noch den Torso. Der erzählt so viel über die Vorgeschichte von Draconia. Bitte, können Sie nicht den komischen Schwanz schwenden? Ja, natürlich hier. Bitteschön. Da lädt gerade irgendwas bei Windows bei mir. Warum auch immer.
Jetzt nicht mehr. Okay. So, ja. Da. Okay. Jetzt. Faszinierend, ja. Ich analysiere so gerne. Ein Iguano-Schädel. Ja gut, wie gesagt, hätte ich den haben halt schon. Wir gucken nochmal im Café vorbei, wie immer. Noch spärlich bestückt, jetzt geben sie doch mal Gas hier. Apropos spärlich bestückt, ja, das müssen wir auch nochmal machen. Zu Rainer gehen. Und da ist der Jan. Manchmal mag ich den Kaffee mit einem Spritzer Milch. Nur so viel, wie gerade in einen kleinen See passt. Was? The fuck? Vielleicht mag ich eher Milch mit einem Spritzer Kaffeewurst. Kaffeewurst oder Kaffeewurst? Was? Was? What the fuck? Heute fordere ich Kaffee zum Kaffeenippen heraus. Wer am längsten nippt, gewinnt. Ah, ja, dann pass mal auf, dass du nicht abnippelst. Nur gut. Ja, gut. Damit fällt ein weiterer Bewohner raus, der uns keine Tapete geben kann. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, weil die sowieso immer sehr unkooperativ sind, was diese Kacke angeht. Deswegen, also, ich sag mal, wenn ich jetzt nur zwei Teppiche bekomme, sag ich mal, Teppiche, das sind ja gerade Tapeten hier. Wenn wir ja nur zwei Tapeten bekommen sollten von den Bewohnern, ich glaube, dann spare ich mir die Liebe. Für das, nein, für das nächste Mal, dass Assisa in unsere Stadt kommt, weil dann können wir halt auf jeden Fall eine seltene Tapete bekommen und nicht irgendwie zwei unnötige Tapeten, die wir auch so im Laden irgendwann kaufen können. Na, oh, SN, was ist los mit dir? Alte Tapeten? Mal sehen. Nee. Da haben wir letzten Renovierungen zu Opfern gefallen. So, nee, hab ich nicht. Scheiße. Okay. Nee, also das wird definitiv wieder eine glücklose Suche. Das sehe ich jetzt schon wieder. Hallo, Huntel, was gibt's, Nuff-Nuff? Tapete? Du suchst noch einen alten Tapete, Nuff-Nuff. Ich wechsle meine Tapeten recht häufig, aber ne, du hast ein äußerst schlechtes Timing. Toll. Wow, geil. Wobei ich glaube, mit verschiedenen Charakteren kann man auch jedes Mal die Bewohner abklappern, wenn Assisa da ist, und dann bekommt man von den Bewohnern doch noch irgendwie Tapeten, was komplett komisch ist. Mir wollen sie zum Beispiel nicht geben, aber Palek vielleicht jetzt. So komplett komisch. Oh, Huntel, na, wie geht's voran, Clef? Alte Tapeten so? Hm, hast du eine alte Wand gekauft? Entschuldigung, der war schlecht. Nee, hab ich nicht. Ja, gut, dann können wir das eigentlich schon komplett an den Nagel hängen, da werden wir nicht mehr genug zusammenkriegen. Gibt's ein Problem, Huntel? Hm, das Tolle an Tapeten ist, dass es nur wenig. Dass du nur ein wenig Erbseneintopf drauf auf sie schleudern musst und tada, schon hast du sie im Müll. Und deshalb habe ich echt viel Müll, aber keine alte Tapete. Fuck. Und Haiti. So eine Scheiße, ja. Keiner hat alte Tapeten für mich. Das ist echt schlecht. Oinka war nicht mehr krank, ne? Ich meine, die waren nicht mehr krank. The fuck? Okay, die ist doch noch krank. Dann besorge ich jetzt aber mal Medizin. Finde ich sehr interessant, denn als Palek gespielt hat, da war die irgendwie wieder topfit. Gut, das ist auch klar, weil man muss sich eher vorstellen, aber dennoch finde ich das sehr interessant. Und ich frage mich gerade, ob wir im Streamer so ein bisschen gleich nach diesem Part ein bisschen designen sollen, also ein bisschen pixeln sollen. Das wäre irgendwie, glaube ich, auch ganz nett. Also vor allem für so einen Stream, das könnte man mal machen. Also das war halt so ein paar Kleidungsstücke Design. Ja, Huntel, was gibt's Neues so, Wurst? Nee. Gut, auch der hat nix. Episch. Mann, meine Kacksensorleiste. Die ist nicht gut. So viel haben wir auch gar nicht mehr, die wir fragen können. Wir haben noch Kiki, die wir fragen können. Wir haben noch. Ja. Eigentlich haben wir sonst nur noch Manu. Die jetzt mal wieder wie ins Nichts verschwunden ist. So, keine Ahnung, wo die jetzt ist. Auch wenn wir die gerade eigentlich erst noch gesehen haben, bevor wir ins Museum gegangen sind. Keine Ahnung, in welche Luft sich die wieder aufgelöst hat, aber hier ist Kiki. Also, als End, wolltest du irgendwas von mir, Nuff-Nuff? Du brauchst eine alte Tapete? Ja, ich habe hier noch eine. Ja, ich wollte sie eigentlich selber dahin bringen, aber wenn du das willst, dann mach das doch bitte so. Viel Spaß damit, behalte einfach, was sie dir dafür gibt, und ich brauche nichts Neues. Ja, so lobe ich mir meine Nachbarn, hä? Meine Fresse. Alle anderen so richtig unkooperativ. Frechheit. Nee, aber Manu ist wohl irgendwie jetzt so nicht mehr auffindbar.
Dann soll es wohl so sein. Ist dann auch okay. Na gut, ich muss es halt sowieso akzeptieren, ne? Logisch. Da ist er doch. Hey, hast du zufällig noch eine alte Tapete? Kommst genau zur richtigen Zeit. Ich wollte gerade eine wegwerfen. Ja, das ist auch eigentlich nur logisch, weil ich habe dir gerade eine verfickte Robotapete verkauft. Also, das macht Sinn, ne? Aber wie gesagt, es sind halt trotzdem nur zwei und die möchte ich eigentlich jetzt ungern Aziza geben. Also das machen wir beim nächsten Mal, wenn die da ist. Kann dann sein, dass sie dann Teppiche will. Dann habe ich natürlich erstmal die Arschkarte, aber irgendwann will sie schon wieder Tapeten haben und dann können wir damit punkten. So. Punkt. die Frage ist jetzt nur, ob ich jetzt an dem Tag überhaupt noch, was heißt Deutsch-Patch? Naja, das ist halt einfach deutsche ROM. So. Joa, es ist auch schon wieder Ewigkeit, ne, dass ich das eingerichtet habe, keine Ahnung. So. Ja, zwei Brückelwände haben wir im Dingsbums, hier ist nichts. Wie gesagt, ich wollte ja nochmal in die Großstadt gehen, aber das kann man auch theoretisch am Samstag machen, falls dann da nichts weiteres Spannendes passiert. Ich glaube, das machen wir. Wir haben jetzt hier nichts mehr großartig zu tun, so. An Dailies. Dann werden wir am Samstag zur Großstadt fahren und da dann halt wieder bei Rainer mal vorbeischauen und generell die, so die Runde machen. Und ja, mal schauen. KK ist ja dann abends wieder da, das heißt, wir werden wieder eine Abendrunde machen und dann kann man da auch nochmal so ein bisschen abhängen, so ein bisschen chillen, so. Keine Ahnung, wenn ihr Bock habt, ein kleines FAQ im Chat, was weiß ich. Ich lasse mir was einfallen, ihr lasst euch was einfallen, was weiß ich. Ja, aber das lässt sich dann eigentlich ganz schön im Stream machen, mit KK und so einer Abendrunde. Ist halt passend, dass dann Samstag ist und ja. Ich würde sagen, dann machen wir das so. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass irgendein besonderer Charakter dann noch kommt. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.